Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und da die Leute immer wieder gesagt haben, dass sie Live-Commentaries oder wie man auch immer sie nennen soll, da ich ja wie immer nicht das Wort Commentaries mag, aber egal, weil es da sogar stimmt, aber da würde live wiederum nicht, egal. Habe ich mir gedacht, warum mache ich mal nicht wieder eins, das ist auch schon wieder ewig her. Theoretisch habe ich mir auch gedacht, dass ich vielleicht irgendwie eine Facecam mache, aber da ich noch kein Stativ für meine Kamera habe, wird daraus wohl nichts werden. Was aber nicht so schlimm ist, weil wer will schon dauernd mein Gesicht sehen. Egal, so, ich habe mir auch noch Tee, der leider mittlerweile lauwarm ist und den ich immer noch nicht einschenken kann, ohne hier überall alles voll zu kleckern, wie ich feststellen musste. So, und jetzt entscheiden wir uns, nachdem ich den Tee eingegossen habe, für eine Spielliste. Was könnte man denn spielen? Halo 3 wird wieder so anstrengend. Entweder Halo 2 Anniversary oder Halo 3 oder Team Hardcore, weil ich so Hardcore bin. Ich glaube aber, ich werde wohl... Das war der Vogel. Ich mache mal kurz die Tür zu. Ich glaube aber, dass ich mich wohl für eines der dreien entscheiden werde. Vielleicht mache ich auch mehrere Games. Mal sehen. Fangen wir einfach mal an mit... Halo 3. Weil, warum nicht? Egal, ich melde mich wieder, wenn ich ein Spiel gefunden habe. Yes, und ich bin in einem Game drin. Ja, von mir aus. Cold Storage. Was zur... Okay. Oh, 18, 15... Leute gehen hier gerade wieder raus. bin ich relativ niedrig hier mit meinen 14. Ich hoffe, ich kriege nicht komplett aufs Maul. Das weiß man in Halo 3 immer nicht so genau. Naja. Aber nachdem ja die Leute wieder raus sind, sowas Ärgerliches, muss ich wohl noch ein wenig warten. Ah ne, hier geht's schon wieder weiter. In Ghost Town. Ja, Ghost Town ist ganz okay. So, nachdem ich jetzt ja auch nochmal extra eine Party aufgemacht habe, wo ich reingehe, weil ich mein Headset ja nicht muten kann, weil ich das ja an meinen Controller angeschlossen habe und es keinen Mute-Knopf hat, bevor ich dann die ganze Lobby voll laber. Beim Scheiß. So, ich nehme auch mal einen Schlüssel aus meiner Tasche hier. Ist irgendwie... Und schon sind wir im Spiel. Was der Videoschnitt nicht alles für Wunder bewirkt. Oh mein Gott, es geht ja schon mal nicht gut los. Ich habe nicht vorhin, ist mir auch auf... Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, das ist ja sowas von total zum Kotzen. Aber irgendwie gewinnen wir, das ist schon mal cool. So, es ist jetzt hier natürlich sehr spannend mit exakt zwei Gegnern. Aber dafür, seitdem die raus sind, hat es irgendwie aufgehört zu laggen. Somit glaube ich, dass ich tatsächlich nicht der Bösewicht war. Oder hat es aufgehört zu laggen? Ein bisschen. Medium. Ich weiß ja nicht, ob seine... Ding... Seine... Power-Up-Zeit schon... Ich bin so blöd. Wieso habe ich eigentlich nicht mit Energieabsauger geworfen? Das wäre das einzig Wahre gewesen. Okay, den hat er schon. Gut, dass ich so scheiße im Snipen bin. Alter, okay. Oh, fuck. Oh, warte, ich kann das ja machen. Das erscheint mir schlau. Und dann gehe ich hier so seitlich rum und komme hier raus und dann sind sie alle One-Shot. Und ich treffe keinen einzigen. Yes. Meine Teammates kriegen alle die Kills. Wenn man Kills braucht, um zu gewinnen, dann geht es in gewisser Weise auch um die Kills. Seriously? Warum überhaupt? Wie... Oh Mann, es ist alles andere als flüssig hier. Es ist wirklich... Ach, ich will auch mal einen Kill. Stattdessen mache ich nur meine Teammates One-Shot. Aber das kann ich gut, habe ich gehört. Yes, auch mal irgendwas getötet. Da unten sind die bösen Wichter. Oder der böse Wicht. Oh ne, die bösen Wichter war schon richtig. Ah, okay, der wurde von der Seite noch eliminiert und deshalb wollte ich mal nachladen. Okay. Wieso gehen die auch nicht raus, Mann? Zu zweit, das ist doch... Ich meine, die werden ja hauptsächlich massakriert und... habe ich schon mal gesagt, massakriert? Ich meine, die sind einfach so viel weniger.
Und er hat eine Rocket. Seriously. Und ich war doch in der. Also, ich hatte. Ich war doch eindeutig in der Luft. Wenn ich in der Luft bin, dann. Ich schieb's auf den Lag und nicht auf meine eigene Unfähigkeit. Ich finde, das ist eigentlich ganz fair. Now it's my time to fuck. Und die Teabaggen auch noch rum, oder wie? Der muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Oder haben die anderen den schon gekillt? Ja, natürlich steht er hinter mir. Das war so klar. Ah. Und dann spawnt der natürlich auch wieder da und ich werde gedoubled. Seriously, das sind zwei Leute. Oh, es ist... Nee. Ehrlich jetzt. Oh, das ist doch einfach so ätzend. Es ist einfach nur ätzend, ist das. Okay, ich habe gerade mal nachgesehen an meinem PC und da steht zumindest, dass hier sich nichts regen sollte. Also, keine Ahnung. Versuchen wir es einfach noch mit noch einem Game. Oh, ah, oh, ich habe schon wieder ein Game gefunden. Shrine. So, ich hab jetzt, bin jetzt einfach mal dazu übergegangen. Bitte nicht. Nein. Oh mein Gott. Es ist, ich meine, Gott sei Dank sind in Halo 2 Anniversary im Gegensatz zu Halo 3 sämtliche Objective-Modi wenigstens mit BR-Starts. Was mich immer noch ankotzt in Halo 3, weil ich auch gerne mal Objective-Modi in Halo 3 spielen würde. Aber hey. Aber... Ich finde diese Map viel zu riesig für 4 gegen 4. Na, egal. Wie man merkt, ich habe vielleicht auf, ich habe auf Halo 2 Anniversary gewechselt, weil ich bei Halo 3 nichts gefunden habe. Und einem coolerweise ja auch nicht mehr angezeigt werden, wie viele Leute in welcher Spielliste unterwegs sind. Zumindest sehe ich es nicht. Und ich glaube, es wird einem auch nicht mehr angezeigt. Höchstwahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass die Master Chief Collection einfach so verbuggt war, dass sie Angst haben, das anzuzeigen. Und das ist halt leider schon ganz schön scheiße, weil es doch ganz cool wäre zu wissen, ob man in einer Spielliste irgendwas findet oder es erst gar nicht versuchen soll. Aber naja. So. Irgendwer wird jetzt eh wieder dazu übergehen, diesen scheiß Ding da aktivieren und es nicht raffen. Das müssen wir unter allen möglichen Umständen verhindern, weil dieser... Oh, warte, hier hinten ist oben die Rocket, habe ich gehört. Nein, bist du die Rocket? Nein, fuck. Ah, ich wusste es. Nein, ich war nicht schnell genug. Aber sie kippen um, yes. Jungs, kommt schon, ihr schafft das. Sie sind drei Leute dort. Hallo? Irgendwer von euch? Hinter unserer Base, zufällig? Ah, wieso ist wieder jemand ins Geschütz gegangen? Und wieso hasst der genau mich? Aber ich liebe übrigens diese Endcool. Egal. Wir müssen jetzt erst mit den Herren da rauskriegen. Oh shit, die beiden Granaten waren so schlecht geworfen. Ja. Ja, die waren tatsächlich ziemlich scheiße. Oh nein, die sind bei unserer Flagge, oder wie? Gott sei Dank steht ihr Warthog da hinten. Und die nehmen ihn scheinbar nicht wieder. Aber niemand von unserem Team ist auch nur ansatzweise in der Nähe, um den Kerl hier aufzuhalten, so wie es scheint. Gott sei Dank sind sie... Nein! Der Kerl ist mit dem Warthog hier hingefahren, das ist natürlich nicht so cool. Wo ist jeder? Wo kommen die? Von da hinten irgendwo. Ich brauche diesen Warthog als Deckung. Ah! Sie dürfen sie nicht touchen. Aber sie werden es tun, weil die hier so dumm rumliegt. Egal, Granaten, Spam, komm schon. Ah. Ich werde sie mit meinem Leben verteidigen. Mit meinem Elitenleben. Das ist ziemlich viel wert, wenn ich ein Elite. Yes, Flag Reset. Da habt ihr's. Denkst wohl, du wärst sneaky, oder? Ach, wie killt der Carrier? Das ist natürlich jetzt uncool. Ich bin One-Shot, aber merkt's nicht. Unser ganzes Team steht hier cool bereit und... Wow, shit. Shit. Ah. Und es läuft ja gerade besser als gedacht, ja, muss ich sagen. Oh nein, ich will nicht sterben. Ich bin gar nicht hier. Ich bin in Fahr. Naja. Wir haben es zumindest geschafft, mal hier zu verteidigen. Erfolg... Oh nein, die Flagge liegt ja noch unten. Oh Mist, das hätte ich nicht bedacht. Nein, noch 6. Nein! Jetzt haben sie wieder aufgehoben. Und den Ding resettet. Au, von wo werde ich denn hier schon wieder beschossen? Das ist jetzt ganz gefährlich, weil wenn wir jetzt uns blöd anstellen, dann war's das. Einen. Oh Gott, da steht noch einer. Ich muss danach bleiben. Nein, komm schon. Die hat von auch irgendwo beschossen, oder? Oh, nice. Gott, jetzt müssen wir... Nein, Mates, push doch nach vorne. Was macht denn der Kerl hinten den ganzen Tag?
Da steht ja schon zwei Ionen. Oh, höchstwahrscheinlich wartet er wieder auf das Sniper. Ich muss das Sniper haben, weil ich soll mein Schild bin. Und dann passiert dann wieder so ein Scheiß, dass niemand den Flaggencarrier auf. Wir hätten das. Na. Ah. Ihr doofen. Wir müssen unbedingt die Bazooka holen. Die liegt doch da hinten irgendwo rum, soweit ich mich erinnere. Ich werde hier jetzt mal die. Oh mein Gott, das geht ja gut los. Nein, warte, das war. Das geht überhaupt gar nicht gut los. Das war Ironie, Jungs. Hallo? Nein? Okay, mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja, den Ding zu aktivieren. Wenn ich mich hier so ansnicke und mich niemand bemerkt. Höchstwahrscheinlich war es dumm, dass ich den Warthog da jetzt stehen gelassen habe. Ah, fuck. So viel zu niemand nicht bemerkt. Hm. Ja, es war dumm. Im Großen und Ganzen war es ziemlich dumm. Aber der Teammate ist da. Teammate, bitte aktiviere den Teleporter. Den Teleporter aktivieren. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Na okay, nicht ganz. Aber dann wird schon mal deutlich einfacher. Alles. Blöd, dass die hier so eine schöne, hohe Position haben. Und der weiß natürlich genau, was Sache ist mit dem Teleporter. Das Gegnerteam hat Ahnung. Im Gegensatz zu meinem Team. Oh mein Gott. Und sie haben Ghost. Das ist natürlich auch noch uncool. Egal, ich werde einfach meine coolen Sneaky Eliten-Skills nutzen. Um diesen Ghost ein bisschen an der Nase herumzuführen. Na, geht doch. Irgendwann verlieren sie nicht das Interesse, weil die Leute an sich sind ja nie sehr ausdauernd. Und dort hinten ist auch noch ein Schwert. Wieso wusste ich sowas nicht? Wo ist jetzt hier nochmal der Teleporter? Der war doch irgendwo hier drinnen immer. Ich habe nur vergessen, wo genau. Ah ja, hier geht's rein. Wenn ich jetzt hier mal das Knöpfchen drücken darf. Dann geht's hier los. Und dann können wir da einfach über den Teleporter rein, was höchstwahrscheinlich wieder niemand verstehen wird. Au. Au, au, au. Aber er weiß nicht, dass ich das Schwert habe. Oh fuck, aber ich bin zu blöd. Nein, stopp damit. Wie konnte ich denn das jetzt verkacken? Das war jetzt selten dämlich, um ehrlich zu sein. Naja. Der Teleporter ist aktiviert und somit können wir vorgehen. Voranschreiten. Stufe 2 der Operation Flagge hat gestartet. Außer da sitzt jetzt natürlich der Kerl mit meinem Schwert. Wieso ist alles hier so dunkel, dass ich nichts erkenne? Ich könnte mir natürlich die Noob-Kombo holen. In weiser Voraussicht, dass der Schwertkerl hier irgendwo ist. Außer natürlich mein Schwert liegt noch bei meiner Leiche irgendwo rum. Nee. Schade. Schade, schade, hätte ja sein können, dann hätte ich es mir nicht wiederholen können. Ah, habe ich ihn getroffen? Yes. Zwar nicht ganz, aber er hat trotzdem Schaden bekommen irgendwie. Aber die wissen doch, dass ich komme. Ich weiß doch, dass sie es wissen. Wusste ich doch. Oh mein Gott, und er hat die Bazooka, aber hat sie selbst gesprengt. Danke, Mate. Oh nein, 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 nein. Na, hätte ja sein können. Und irgendwer sniped da, glaube ich, auch rum. Ich habe meine einen Snipe-Schuss gesehen zu haben. Unsere Angriffe hier sind selten. Wir haben schon. Wieso hast du. Ah, wieso ist denn wieder einer rausgegangen? Seriously. Dann weht uns sie schon. Das ist so zum. Ich könnte. Ich hasse One Flag und auch noch auf dieser Map und der Kerl nimmt Ghost und. Na, super. Ich hätte meine. Wir haben noch eine Minute, habe ich gerade gehört. Fällt mir ein. Ich meine, dass ich da was gehört habe. Oh, 30 Sekunden. Vielleicht kriege ich noch den Sudden Death, wenn ich da irgendwie es schaffe, hochzukommen. Aber ich wage es mal ganz stark zu bezweifeln. Wenn die Jungs da gut genug ablenken, dann vielleicht. Granate hätte ich, glaube ich, sparen sollen. Oh nein, war gut. Oh, das war cool. Jetzt muss ich nur noch schaffen, innerhalb von 13 Sekunden bis dahinter zu kommen. Komm schon. Ah, vielleicht rafft der Kerl es nicht. Er rafft sich. Wir brauchen Sudden Death, Jungs. Ah, fuck it. Nimmt doch einer die Flagge. Pixie. Oh, Gott, damit. Das war jetzt natürlich subcool. Egal. Dann. Vielleicht kriegen wir die Defender-Runde hin. Vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Höchstwahrscheinlich eher nicht. Na, was soll's. Verliere ich halt nur meinen Rank, den ich mir gestern so toll erarbeitet habe. Und der erste fährt schon hinter, nur um sich das Snipe zu holen. Das ist wahrscheinlich. So, wenn der Teammate jetzt gegen einen. Oh mein Gott, die haben die Rocket. Die haben sicherlich die Rocket. Und sie sind schon hier in unserer Base. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der noch hier ist. Oh mein Gott, und ich habe verkackt. Wenn ich gesehen habe, dass da unten auch noch einer kommt. Wer ist denn noch unterwegs hier irgendwo? Wir haben zumindest das Snipe. Ich hoffe, der Kerl kann snipen. Scheinbar ja. Zumindest ist da oben, glaube ich, irgendwer gestorben. Oh, Sniper, 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 Sniper. Oh Gott. Ah, fuck. Er ist One-Shot da hinten. Sehr schön. Nice, gute Idee, Junge. Au. Oh. So viel dazu. Da von links kommen jetzt zwei Jungs. Da, nein, andere Richtung, andere Richtung. Oh mein Gott, und jetzt steht der Warthog natürlich oben. Wir hätten den Warthog sprengen sollen, wir dummen Idioten. Natürlich. Und jetzt wäre es höchstwahrscheinlich schlau gewesen, den Teleporter zu aktivieren, damit wir jetzt... Ah. Wieso ist der eine auch schon wieder gequittet? Ich hätte gerne mal richtig krasse Quittstrafen. Irgendwie so, dass wenn man einmal rausgeht, dann ist noch nichts. Aber wenn man zweimal rausgeht, dann kann man irgendwie schon 15 Minuten nicht mehr spielen. Und beim dritten Mal ist es eine Stunde. Und beim vierten Mal ist es den ganzen Tag oder so. Oder noch härter. Weil das ist so zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen, wenn man einen Spielzieltyp, also einen Spieltyp oder eine Spielliste spielt, wo es um Ranks geht und dauernd die ganzen Pussys rausgehen. Weil, ich kann nicht 1000 Kills machen, muss ich rausgehen. Dumm. Da, Hass. Damit machen sie alles kaputt für jeden anderen. Sowas. Da. So, was spiele ich jetzt? Bin ich wenigstens meinen Rang geblieben? 7, ja, cool. Versuchen wir mal. Soll ich. Ne, da mache ich, glaube ich. Ich tue es trotzdem. Team Hardcore, komm schon. Ich bin Hardcore.